Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Thronfolger von Kalim in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Thronfolger von Kalim in der Vinyl Edition, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Kalim. Die Box zu diesem Album, Thronfolger, die habe ich euch ja bereits gezeigt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Wir werden mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. So, Folie geht ab. Wir haben hier ein schwarzes Cover und in der Mitte im Schatten. Man erkennt ihn vom Gesicht her kaum, rein so von der Statur und von der Frisur maximal, haben wir hier den Interpreten Kalim. Darunter haben wir Interpretenname und Albumtitel in so einem Orange-Rot. Auf der Seite haben wir die Infos auch nochmal zum Album, also links Interpret, in der Mitte der Albumtitel. Und hier dann noch das Label Alles oder Nichts Records. Dort ist er ja unter Vertrag. Auf der Rückseite auch wieder Interpret plus Albumtitel. Und dann haben wir hier die Tracklist. Etwas klein gedruckt, aber man kann es doch lesen. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features mit dabei von Rata, Luciano, Jesus, Gringo44, Trettmann, Bowser, Ace-T, Maxwell. Also das sind echt einige Features, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. 8 Features auf 12 Tracks, das ist echt gewaltig. Dann haben wir nochmal Kalim abgebildet, die Infos und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze hier von innen aus. Es täuscht etwas, denn wir haben hier zwar ein Gatefold zum Aufklappen, aber die linke Seite hier wurde zugeklebt. Also hier befindet sich nichts, das ist hier in der Mitte tatsächlich zugeklebt, denn nachdem das Album nicht allzu lange ist, sind sich die 12 Tracks tatsächlich hier ausgegangen auf der rechten Seite. Und wieso? Man hat hier A, B, C und D Seite wirklich in die rechte Tasche gepackt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das so noch nie gesehen, keine Ahnung wieso. Aber ja, dafür hat man sich entschieden. Auf der linken Seite nochmals der Interpret. Auf der rechten Seite dann nochmals die Tracklist, etwas größer, etwas leserlicher. Hier kann man das alles nachlesen. Hier haben wir auch noch die Infos zu den Tracks, wer produziert hat. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Als erstes haben wir hier die Vinyls und eine CD. Mehr ist hier nicht drin? Nein. Okay. So, als erstes starten wir natürlich mit Vinyl Nummer 1. Das ist in diesem Fall die A-Seite. So, also in weißen Papierhüllen kommen hier die schwarzen Vinyls. Seite A mit 3 Tracks. Dann haben wir Seite B mit weiteren 3 Tracks. Packen wir die mal wieder zurück. Und dann haben wir noch die zweite Vinyl und hier haben wir dann auch wieder die Vinyl in Schwarz, ganz klassisch. C-Seite mit 3 Tracks und natürlich D-Seite auch nochmal mit 3 Tracks. Also wie gesagt, hier steht es auch 12 insgesamt. Packen wir wieder zurück in die Hülle. Und als letzten Inhalt dieser Vinyl haben wir dann noch eine CD beiliegen. Die kommt hier in einer Papphülle. So sieht das aus, Thronfolger, ganz klassisch das Cover, ebenso die Rückseite, also 1:1, wie auch die Vinyl gestaltet vom Cover her. Dann haben wir hier wieder Kalim Thronfolger, wie gesagt, in einer Papphülle. Ja, finde ich immer gut, entweder Downloadcode oder CD, wenn man die der Vinyl beilegt. So hat man das Ganze dann auch noch in anderer Form. Das wurde auf jeden Fall gut gelöst.
Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte CD mit den 12 Tracks, sowie natürlich die Doppelvinyl, die ABC und D-Seite mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Thronfolger von Kalim. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kalim unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.